Ja, Julien Sprunger, ich gratuliere zum 6. Sieg in den letzten 7 Spielen. Jetzt, wo es zählt, sind Sie da. Ja, ich glaube, dass jeden Abend, wo wir probieren, alles zu machen, wir arbeiten zusammen. Gestern haben wir ein unglaubliches Spiel mit vielen Emotionen. Heute war total verschieden, aber wir machen, was wir müssen. Und wir arbeiten. Die Torhüter ist unglaublich. Wir nehmen unsere Chancen und ja, die perfekte Woche jetzt mit 3 Spielen, 9 Punkten. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Es ist noch nicht fertig, aber ich glaube, wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ja, ein 1:0 in Langnau. Es gab Innenpfostenschüsse auf beiden Seiten. Wie viel Glück steht da dahinter? Wie viel Arbeit steht da dahinter? Wie seht ihr Spieler das auf dem Eis? Ja, ich glaube, dass wir haben sicher nicht den perfekten Anfang gemacht. Da haben wir schon mehr Druck als uns gemacht. Wir haben diese Pfosten von Gundersen, ein Breakaway vom Derne. Wir konnten schon 2 Tore schießen auch. Also das war nicht ein so intensiver Abend, aber wir haben was er macht mit der Scheibe. Dieses Tor war sehr wichtig im zweiten Drittel auch. Und wir können auch gewinnen mit nur 1 Tor vorne. So, das ist auch eine gute Nachricht für uns.